Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir holen uns jetzt mal eben die Plünderer, die da hinten noch am Wegesrand lagern. Geben die Quest dann auch gleich wieder ab. Hoffen, dass das alles war oder wir danach direkt die nächsten kriegen. Und dass wir dann heute uns die vermeintliche Super-Hinrichtung angucken werden. Schauen wir mal, wie die laufen wird, nicht wahr? Genau. Ich wollte jetzt aber nicht einfach nur Zeit verpassen lassen und gar nichts machen. Deshalb habe ich überlegt, wir machen jetzt mal ein bisschen die Plünderer. Die boxen nochmal ordentlich aus dem Leben. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Sind hier jetzt neue? Das sieht erstmal nicht so aus, okay. Na, ja, sieht ganz gut aus. Da geht auch irgendwie ein Weg hoch, ne? Ah, da müssen wir vielleicht mal hochgehen. Ist der auf der Karte eingezeichnet? Okay, der ist auf der Karte sogar eingezeichnet. Gut, den müssen wir vielleicht nicht hochgehen unbedingt. Ja, irgendwie lag hier neulich einfach wer tot auf einmal im Gras. Der dann einfach auch mal so hingefallen ist oder so. Vielleicht ist er verblutet, weil ich ihn angeschossen habe. Glaube ich aber eigentlich nicht. Irgendwie scheint das ein bisschen buggy zu sein. Aber hey. Ich habe jetzt übrigens nochmal nachgeguckt gehabt, warum ich auf einmal ein Kopfgeld hatte. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also es war einfach, nachdem ich geschlafen habe, hatte ich hatte ich das Kopfgeld. Ich glaube, das war ein Bug. Ich bin mir aber zugegebenermaßen nicht ganz sicher. Ja. Ich habe Hunger. Habe ich Hunger? Ich habe 50 Sattheit, ich habe Hunger. Okay. Ja. Ich sollte was essen. Da habe ich zugegebenermaßen gar nicht mehr drauf geachtet. Weil, ne? Ich bin eh eigentlich durchgehend voll. Aber weil ich jetzt wieder ein bisschen geschlafen gewartet habe, habe ich natürlich auch Hunger gekriegt. Da ist die Brücke, aber wir gehen mal kurz hier hin und gucken, ob hier wieder was im Töpfchen ist. Hallo, Theresa. Brennt hier auch wirklich ein Feuer, wenn hier Rauch rauskommt? Ja. Ja, wir schnabulieren uns erstmal rein, dürften jetzt 75 haben. Das heißt, einen noch und dann haben wir wieder voll. So, ich finde die Stimme passt übrigens überhaupt nicht zu der von Heinrich im Deutschen. Kann aber auch einfach nur daran liegen, dass es die Deutsche ist. Wird daran liegen, dass es die Deutsche ist, so. Guten Tag. Kurze Realitätsüberprüfung, ne? Wir wollen da oben hin. Ich überlege, ob wir uns das Ding hier mal mit angucken. Oder nicht. Nee, ich glaube, wir reiten einfach hier rüber und dann gehen wir da durch den Wald. Gut, also am Bildstock links. Meine Güte. So. Am Bildstock links. Und dann einfach nur geradeaus. Wir müssen ja theoretisch sogar bis an den ins Köhler? Ich glaube Köhler, ne? Oder einfach nur Holzfäller. Auf jeden Fall eine ganze Ecke vorbei. Oder ist es noch vor denen? Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich hätte gesagt, es war hinter denen, aber kann auch vor denen gewesen sein. Wir werden es gleich sehen. Ich wollte gerade sagen, wir können die ja mal aus dem Hinterhalt erstechen, aber ich glaube, ich habe das nicht geskillt, ne? Ich glaube, da habe ich noch geskippt, das zu skillen. Das Dorf da unten ist das, was ich mir angucken wollte eventuell. Keine Ahnung. Kenne ich ja offensichtlich noch nicht. Müsste ungefähr da im Wald bei der Höhle sein, wo ich war, oder? Oder ist es noch ein Stück weiter hinten? Ne, ist ein Stück weiter hinten, okay. Aber ich denke, da sollten wir ganz gut agieren können mit Pfeil und Bogen. Habt ihr eine Suppe? Entschuldigung. Ich habe eine Suppe hier, ne? Ich darf doch mal bestimmt einen Happen essen, oder? Dann wäre ich wieder auf 100. 99, perfekt. Vielen Dank. Ich glaube, ich laufe den restlichen Weg. So. Ich glaube, ich laufe den restlichen Weg nicht. Ist doch noch ein Stück weiter, als ich erwartet habe. Sind übrigens nur Holzfäller, keine Köhler. Kein Köhlerlager, haben wir keinen Fluss in der Nähe. Dementsprechend unlogisch, dass es Köhler sind. So. Machen wir das Spiel ein bisschen lauter und ich überlege zu speichern.
bevor ich hier irgendwen angreife. Ich bin immer noch richtig weit weg, ne? Ich setze mich ein bisschen aktiver hin. Guten Tag. Einwehren. Nice. Lass mal einen verleihen. So, Hill Down ist ja schon mal gut. Ah, wir sind auch direkt kurz davor. Das da hinten ist Lager, das da hinten ist das Lager, glaube ich. Also, sagen wir mal so, ich bin mir doch recht sicher. Boah, ich könnte die natürlich auch des Nachts überraschen, ne? Das wäre arschwitzig, Alter. Spezialisierung. Kauerndes Chamäleon. Wusste ich legitim schon nicht mehr, dass ich das hab, Alter. Die haben Gäule. Servus, wie viele seid ihr denn? Ihr habt einen Hund. Okay, die streiten. Okay. Der schlägt irgendwessen missratene Fresse zu Brei. Hat er mich gehört oder nicht? Also er hat mich offensichtlich gehört, aber... Kommt der auch gucken, ist die Frage. So, kurz mal einen Retterschnaps reinpfeifen. Ich hab keinen Retterschnaps mehr? Habe ich gar keinen Retterschnaps mehr? Ich hab gar keinen Retterschnaps mehr. Upsi. Gern bis heute Nacht gewartet, bin ich ehrlich. Habe ich eigentlich noch genug Pfeile? Ich habe noch 29 Spitzpfeile. Mhm. Ihr habt mich nicht gesehen. Shit! Wo sind alle? Schnell! Was für deine Freude! Oh shit, ich treff nicht. Ich treff gar nicht. Komm, gib mir mal eine anständige Waffe. Das werde ich nicht überleben. Ich möchte doch einfach nur weg. Komm, verreck, du Hundsfott. Ich glaube, einer ist hinter mir. Okay, spannend. Alter, ich treffe überhaupt nicht gerade. Was mache ich denn hier? Was ist los? Aber die sind zum Glück echt schwach, Alter.
Na komm. Der kleine Bastard ist abgehauen, Alter. Junge, was mache ich denn hier? Der andere Bastard abgehauen, das gefällt mir gar nicht. Ich verstehe nicht, warum ich so schnell immer keine Ausdauer habe. Geblockt? Penner, ey. Okay, blocken funktioniert gerade überhaupt nicht. Weiter nehmen! Jesus Christus! Du bist. Okay, ich kann ihn nicht treten, warum auch immer. Ich kann ihn nicht treten. Also, ich drücke F, aber ich kann ihn nicht treten. Ne, funktioniert nicht. Okay, er fickt mich ganz schön. Alter, geht der mir auf Eier, ey. Kann ich mal kurz Gift auf meine Waffe schmieren? Ich kann kein Gift auf meine Waffe schmieren gerade. Gerne unter ihm stehen, bin ehrlich. Gott verdammt! Na schön, jetzt bist du tot! Daran zweifle ich, mein Freund. Na komm, verpass mir eine. Ich weiß nicht, also ich finde ja Kämpfen witzig, aber ich finde nicht, dass es immer den ganzen Tag dauern muss, weil... Ne, ich habe jetzt nicht die schwächste Waffe hier. Ne, geht eigentlich, wieso? Ich möchte eigentlich gerne mal einen Angriff von dir blocken und dann auf Bogen wechseln. Schnauze! Mann, gehst du mir auf Eier, Alter. So, Sporen. Dann hätte ich gerne deine Groschen. 3, hallo? So, das hätte ich gerne. Und meine Pfeile. Danke. Und dann hätte ich gerne dein Händlerschwert. Okay. Gut, das ist jetzt schlecht, weil ich weiß nicht mehr, wo das Lager war. Und da würde ich gerne mal zurück. Da saßen ja noch 3 oder so. Und einer ist leider geflüchtet. Das finde ich auch eher so 2 cool, dass man den nicht so geil weg... dass man die nicht so geil killen kann. So, kurze Realitätsüberprüfung. Doch, die waren hier unten. Genau, dahinter waren die. Sind da die anderen noch? Ja. Nee, nicht ab.
Leck mich, ich kann durch den Busch nicht durchlaufen. Zu den Waffen! Hier rüber! Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Den kriege ich, Junge. Den mache ich kalt. Hallo, mein Freund. Na, du kleine Nutzer? Hallo, mein Freund. Penner. Ich weiß nicht warum, aber ich kann nur... Das wollte ich nicht aufheben wahrscheinlich. Ich kann nur das Dingens damit aufheben. Die sind gut was wert. Meiner. Blumenaufguss, ist Müll. Okay, kurze Realitätsüberprüfung. Ich habe mäßig Gesundheit. Komm, wir freuen uns mal. Okay, jetzt geht's wieder komisch. Zurück. Essen. So, die hatten bestimmt nix Ruhe dabei. Wildschwein. Wildschwein jagt man nicht mit Pfeil und Bogen, ich weiß. Aber die Gelegenheit ist gerade super. Oder ich treffe einfach nicht. Komm, ich schlachte die jetzt einfach ab, Alter. Okay, wie oft soll ich da noch reinstechen? Leck mich, Alter, die sind echt schnell. Eins. Ich habe einfach durchgeschossen, Junge. Ich kann mich kaum bewegen, Junge. Wie viel Gewicht habe ich denn dabei? Junge! Ich weiß, das scheiß Wildschwein. Ich habe 131 Stück? Wie viel kann denn der Gaul noch tragen? Knapp 100. Nicht mal ganz. Dass ich nicht mehr spurten kann, ist ja in Ordnung, aber ich wollte mich wenigstens überhaupt noch bewegen können, Alter. Gib mir bitte kurz andere Pfeile, Alter. Ich verschieße ja gerade hier die ganze Zeit die guten Pfeile. Ja, toll, ich habe auch nur noch 10. Ich voll Idiot, ey. Ich weiß übrigens, dass der Part gleich zu Ende ist. Das waren nicht die, die ich wollte. Gib mir davon mal so 20 oder so. Inventar. Dann tust du. Ich habe 70. Sekunde. In die Satteltaschen. Also 40. Und dann die bitte in den Satteltaschen. Die bitte in den Satteltaschen. Und die bitte in den Satteltaschen. Dann rüste ich mal die aus. Scheiße. Ich weiß übrigens, dass ich überhaupt nicht so viel Wildschweinfleisch haben darf. Scheiß drauf, ich brauche nicht so viel Wildschweinfleisch. Komm. Wir reiten jetzt nochmal zu dem Lager, das aber, ne? Ich weiß, der Part ist zu Ende. Wir machen heute offensichtlich auch nicht das, was ich machen wollte. Wir reiten nochmal zu dem Lager, was da war. Das ist da. Okay, nice. Ich hab's wiedergefunden, Ehre. Da steht ein Gauli nannt.
Ich möchte eigentlich unseren Goal nicht aufgeben, aber unser Goal, also gucken wir mal nach, ne? Der 21, 172, 8, 210. Und so, hier steht ja bestimmt irgendwo eine Kiste. Okay, das ist deutlich besser. Will ich Pebbles echt aufgeben, Alter? So, ich bin voll, ne? Ja, Sattheit ist gut. Du Hund, Alter! Pennt der hier einfach? Der Wichser! Irgendwas Wertvolles dabei? Nö. Gut. Ich weiß leider, dass man die Pferde nicht behält, wenn man sie weggibt. Also wenn man ein anderes nimmt. Sehr schwer können wir noch nicht, ne? Ne. Okay. Dann mache ich mir mal hier nochmal kurz einen Marker. Scheiße, da drüben ist auch noch. Ach fuck, ey. Ich kann nur einen Marker machen. Das ist doch Kacke. Warum kann man denn nur einen Marker machen? Das ist doch Schmutz. Okay, das da oben kann ich mir aber nicht merken. Das hier unten kann ich mir vielleicht merken. Das ist. Da. Beim interessanten Ort auch. Das krieg ich mir gemerkt. Das hier krieg ich mir im Leben nicht gemerkt. Ich hätte eigentlich auch gerne das Essen vergiftet, bin ich ehrlich. Aber das ist halt ein längerwieriges Ding. Ich glaube, ich tausche auf neues Gaul. Einfach, weil ich kann gerade. Und weil er echt gut ist. Aufsetzen. Ist das jetzt unser Gaul? Das Pferd ansehen. Mein Pferd, anderes Pferd. Wie kann ich denn jetzt mein Pferd tauschen? Gefährte. Pferd. Wie kann ich das tauschen? Zeit überspringen. Q-Info. Ins Inventar. Zaumzeug. Okay, keine Ahnung, wie ich das Pferd wechsle. Scheiße. Gut, ich würde sagen, wir sind maximal überladen. Ja. Wir sehen uns nochmal kurz, wenn... Ach nee, jetzt mache ich im nächsten Part, oder? Quest abgeben. Kurz mal nachgucken, wie viel brauchte ich für die einzelnen Leute? Fest mal, für die Bettler sind 25 und 5 Schirmlinge. Fuck. Muss ich mal Schirmlinge sammeln gehen. Aber ich meine, die gab es hier in dem Wald zuhauf. Oder das Scheißzeug verdirbt ja auch relativ zügig. Und gutes Geld für gutes Fleisch war Sasauermetzger. Fuck, okay. Ich glaube, ich gehe beim nächsten Mal erst kurz nach einem Sasau. Wie lange ist das Fleisch noch haltbar? Du hast entdeckt Grab. Wo habe ich entdeckt Grab? Hier ist ein Grab. Hm? Hallo? Wo ist hier ein Grab? Ich habe entdeckt Grab. Wo? Hier. Oder was? Nee, das ist nur eine alte Mauer. Ich sehe kein Grab. Aber ich stehe quasi drauf. Das hier sollte das Grab sein. Ah, hier. Ist doch gerade keiner da, ne? Also, den toten Starter ist auch nicht, wenn ich kurz ausgrabe. Das ist auch kein Grab. Okay, ist ein Versteck. Öffnen. Alter Schwede. Jo. Schwert des heiligen Michel. Wir können das benutzen, das ist richtig gut. Glaube ich. Alles genommen. Ich kann nicht springen, wenn ich überladen bin. Leck mich, ich komme hier nicht raus, ne? Das ist jetzt schlecht. Ich glaube, ich habe mich. Ich glaube, ich habe verkackt. Kurz mal gucken, was hier am schwersten ist, was ich weglegen kann gerade. Ich muss echt viel ablegen. So, warte mal. Das weg.
Ja, okay, ich wollte es fallen lassen tatsächlich. Fallen lassen. Fallen lassen, fallen lassen. So. Ich wollte gerade sagen, lass mich hier raus, du Penner. Danke. Kann ich wieder alles anziehen. Rüstung, das. Und ich muss mal Heile machen lassen. Nee, Haube will ich nicht tragen. Das geht mir nur wieder zu sehr auf Eier. Die Kettenhaube, actually, wollte ich tragen, glaube ich. Kurze Realitätsüberprüfung. Spieler, Inventar, Kettenhaube. Achso, ich habe zwei einfach nur gerade. Okay, die ist noch fast perfekt, dann tue ich die weg. Und die edlen dunklen Schuhe kann ich auch wegtun. So. Und die Lederhandschuhe kann ich wegtun, genau. So, und Waffen wollte ich jetzt mal kurz gucken. 49, 49, 2. 49, 49, 3 ist das, was wir gerade benutzen. Das hat 58, 58, 3. Das ist richtig gut. Und das wiegt weniger. Okay, das kann ich mir tragen. Gut. Ja, mein neues Schwertchen, Alter. Nice. Ich wollte noch kurz gucken, wie lang unser Fleisch noch haltbar ist. Nahrung. Wildfleisch. Nein, Wildschweinfleisch, genau. 95 hat das schon noch, okay. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gehen wir das erstmal abgeben. Ich gucke gerade nochmal kurz. Ich glaube, ich hatte was zum haltbar machen, oder? Konservierungsmittel. Kann ich das benutzen? Konservierungsmittel anwenden auf Wildschweinfleisch. Kann ich auf 41 anwenden, annehmen. Ich kann auf 5 anwenden. Er ist ja fast viel. Okay, beim nächsten Mal reiten wir erstmal ganz kurz nach Sasau und dann zum Dingens und holen uns unterwegs noch irgendwo Schirmlinge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Tschüss!